Hallo Leute, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit dem Seras. Servus. Heute wird es eine wirklich kurze Folge, denn gerade beim Anmelden gesehen, dass sie in 20 Minuten eine Serverwartung machen. Also werden wir jetzt noch ein bisschen rumrennen, vielleicht noch eine Quest machen können und dann müsst ihr euch mal keine Stunde Star Rumrennen. Wars angucken. Ja, genau. Rumrennen. Gucken einmal, laufen einmal im Kreis, 20 Minuten lang. Oder fahren im Kreis, je nachdem. Und dann Mein wird es. Charakter führt dich auch so komisch rum. Nee. Ach, deswegen machen die bestimmt die Server, warte mal, dein Charakter komisch rumspackt. Ja, genau, ist meine Schuld. Ja, ich habe die letzten Tage auch nicht gespielt, deswegen habe ich nicht gesehen, dass da eine Serverwartung kommt. Also, woher sollte ich das wissen? Willkommen. Bitte wählen Sie So, Ihren ich muss Charakter kurz bei der zum Auswahl. Raumhafen für meine Hauptquest. Raumhafen. Wünsche Ihnen einen Oh, sicheren Zugang zu Raumhafen Ihrem Mentexis. Posten. Mezzenti. Mezzenti, ja, genau. Okay. Mentexis, Jetzt kriege ich Hunger. Metaxa. Rush. Ich habe vorher noch eine Kleinigkeit gegessen. Ich esse jetzt dann erstmal was nicht mehr. Ja, nimm, schluck es mal runter, du Spast. Ja, ich habe Lord of the Weed zitiert. Copyright claimt mich doch. Das machen sie auch sowieso schon wegen der Musik. Nee, das war nur einmal bisher. Dann ist denen wieder langweilig geworden. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Schnell. Schnell. Bin mal gespannt, ob sie sich dran halten, dass es dann wirklich um 14 Uhr Schluss ist. Ich glaube, die machen noch vorher dann im Chat hier so komische Ansagen von wegen in 10 Minuten, in 5 Minuten. Das Ja ist gut, der das ist in jedem Zugang zu MMO Ihrem so, aber viele Raumhafen. MMOs sind dann Bitte trotzdem noch eine erlassen Sie Viertelstunde mir länger den on. Vorteil. Ich wette 50 Credits, dass du ihn in die Gosse stößt. Das Und werden wir gleich weiteres. bestimmt rausfinden. Startrampe Oder? 27. Wäre viel lustiger, wenn die Startrampe 42 genommen hätten. Eine Sicherheitswache. Ja, okay. Was ist deine Standardwache? Hey, Zyklin, genau dich suche ich. Oh mein Gott, jetzt will ich, dass er mehr ein Lied spielt. Spreche ich mit dem richtigen Mann? Sicherheitsexperte Sie? Krass, wie sie es hingekriegt haben, dass der traurig aussieht. Jetzt habe ich voll den Ohrwurm. Spielt denselben Song nochmal. Also, ihr gebt mir jetzt die Verschlüsselungsdaten für Eidolon Security, verstanden? Hat mich gerade irgendwie gedisst, ohne mich zu dissen. Ja. Ihr widersetzt euch besser nicht. Schieß ihm ins Gesicht. Werdet ihr unser kleines Gespräch diskret behandeln? Ich mag ihn. Es ist Vulkanier, ne? Ja, schon. Live long and prosper, my friend. Unser Geschäft ist vorüber. Wünscht euch nicht, dass ich zurückkomme. Chirota. Ab nach Vulkan, du kleine Vulkanette. Gendern die jetzt auch auf Vulkan? Was? Vulkanier und die weiblichen Vulkanetten. Achso, ja.
Nee, Vulkan gibt's ja gar nicht mehr. Da gibt's jetzt Vulkan wieder. Ich bin mit den Zeitlinien durcheinander gekommen. Heißt jetzt anders. Heißt jetzt erloschener Vulkan. Nee, hast du Picard gesehen? Ja, aber ich erinnere mich nicht an, genau daran. Vulkan hat doch jetzt einen romulanischen Namen, weil die Vulkanier und die Romulaner wieder zusammen wohnen. Ach so, ja, das habe ich so nicht mehr im Kopf. Wohin fährst du? Ja, wo bist du hin? Wir müssten da vorne hin zum Gleiter, zum Taxi. Hä, wo bist du denn? Ich bin am Taxi. Okay. Sorry, ich bin hier bei einem Charakter, das heißt Internet-Girl, ich konnte nicht. Was? Es gibt wirklich Charakter, der Internet-Girl heißt? Ja, also ein Spieler. Ach so. Ich dachte, die haben mir so einen NPC hingestellt, der heißt Internet-Girl. Nein, hier steht ein halbnackter Charakter rum, der heißt Internet-Girl. I'm simple-minded, okay? okay. So, jetzt also ich muss zu Netzzugriff Taxi. Ich muss erst was anderes sehe ich auch Taxi nicht. Der unteren Promenade. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Um mir meine Mission für den Netzzugriffssektor zu holen. Warum sehe ich dein Zeug nicht mehr? Ich weiß es nicht, sehe deins auch nicht. Sehe deins nur, wenn wir in dem Gebiet sind. Aber man fliegt hier so oft an diesem komischen fliegenden Schiff vorbei, aber man geht nie drauf, oder? Du meinst das hier? Mhm. Also ich kann mich nie erinnern, dass da irgendeine Quest stattfindet. Vor allem, da sitzt... Ah ne, die heißt nur so wie meine komische... Ah ne, Crystal. Ich dachte, das wäre meine komische Dings. Die heißt ja auch Crystal, oder nicht? Was? Meine komische Mandalorianerin da, die mich angebaggert hat auf den der... Die ist Kristar. Die hässliche... Die mit der komischen Frisur. Die mit der komischen Frisur. Die, die sich nicht entscheiden konnte zwischen Fukuhila und Iro, meinst du? Genau, genau, ja. Die hat den Foku. Fukuhiro. Den Fukuhiro, genau. Iro oder Irohila. Hey, das klingt sogar noch besser. So, wo muss ich denn hin? Immer den Pfeilen nach, ne? Da war ja was. Mhm. Nicht zu übersehen. Oh, der hat einen coolen Läufer. Den habe ich mir überlegt zu holen, aber hat dann doch nicht so zum Charakter gepasst, fand ich. Nee. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass es eine imperialen Soldatenklasse gibt. Stimmt, ich kann mir den irgendwann mal für meinen Soldaten holen. Das sage ich schon seit Jahren. Ich tue es einfach nicht. Bist du in der Zwischensequenz? Nee, ich bin okay. Gerade irgendwie... War komisch. Ich bin zurück mit Sees Codes. Ich wünschte, ich hätte Sees Gesicht sehen können. Anuli, wie sieht's aus? Ayuli. Und schau auf! Sieht gut aus. Eine wundervolle Arbeit. Sees Codes sind wie Musik. Die wir brauchen, gibt das Geld unserem Kopfgeldjäger zurück. Die Star Wars Version von Trollolololololololol. Leicht zu finden. Die Verschlüsselungsprogramme ausschalten. Kein Problem. Wofür brauche ich diese Codes doch gleich? Sie gestatten euch Zugang zu allen vertraulichen Daten von Eidolon Security. Sobald wir sie haben, sind Eidolons Geschäfte für alle einsehbar. Nehmt das, ihr Trottel! Also, lasst uns mit Phase 2 unseres Plans beginnen. Eidolon Securities Ruf ruinieren und ihre Kunden fortjagen. Anuli? Verschafft euch Zugang zu Eidolon Securities Datenempfänger. Gebt Sees Codes ein. Dann hackt euch in Eidolons Netzwerk und ladet ihre Daten runter. Ist das Hacken, wenn wir uns hier einloggen? So, nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Platziert ihn. Klingt nur cooler. Ja. Dann kann Anuli die Daten direkt ins Holonetz hochladen. Eidolon Securities gesamte Datenbank ist im Holonetz. Das ist schlecht. Woher weiß der das bitte? Die Empfänger sind im Netzzugriffssektor. Sie werden sich. Ich glaube, der hat ja dieses Ding in der Nase. Es macht mehr Sauerstoff und dann ist er schlauer. Ihr könnt so viele ausschalten, wie ihr wollt. Hast du schon mal reinen Sauerstoff probiert? Das Ding ist. Bah. Das ist der reinste. Das ist der geilste Scheiß ever. Bäh. Das ist das beste Antikatermittel.
Ich krieg da voll Niesenabfälle von. So, jetzt muss ich auch in den Netzzugriffssektor. Denke ich. Fein. Ja, der sagt mir, soll die zweite Treppe hochfahren, aber ich fahr die erste. Haha, reingelegt. Fuck life, ey. Ja. Ich bin ein Rebell. Ah nee, warte, das darf ich nicht so laut sagen. Ich bin beim Imperium. Oh, ich bin zu weit gefahren. Was machst du denn da hinten? Ich werde jetzt einfach hinterher gefahren. Ich weiß. Ist gut, dass ich es noch gemerkt habe. Ich farben. Ich möchte da einfach runterfahren. Wir hätten dieses Let's Play auch Lost in Star Wars nennen können. Ne? Ja. Und das waren noch nicht mal die offenen Planeten. Die kommen ja erst noch. Ich dachte gerade, der fliegt in diesen Stahlträger oder was auch immer das war. Hat doch eh keine Hitbox. Stimmt, wir phasen hier einfach so durch. Diese Holobäume auch Holo-Sauerstoff produzieren? Hey, in Star Trek würde das funktionieren. Stimmt, ja. So, wo müssen wir denn hin? Da vorne. Also in Star Trek kannst du ja jemand bei einer Lungentransplantation auch erstmal für eine Stunde eine Hololunge verpassen. Ach, Star Trek ist toll. Hast du eigentlich mal Star Trek Online gespielt? Klar, ewig. Ja, Leute, haben wir unser nächstes Projekt. Ich hab's nicht ewig gespielt, ich hab's nur ein bisschen gespielt. Also ich hab ziemlich weit gespielt, ich hab auch ziemlich... Also, wenn sich nichts geändert hat, habe ich aber noch ziemlich weit ausgebaute Schiffe. Ich fand immer nur die Weltraumschlachten cool. Die Bodengefechte, davon reden wir mal nicht weiter drüber. Nee. Cooler Bart, Digga. Ich bin neidisch, aber ich trage einen Helm. Was hat denn das mit dem Hutten zu tun? Die Borg! Hutten wurden assimiliert. Der Hutten. Sein Kartell leitet den Netzzugriffssektor, das Herzstück des gesamten galaktischen Holonetzes. Die imperiale Sicherheit steht auf dem Spiel. Es ist technisch unmöglich, die Abwehr der Hutten zu durchbrechen und so viel Kontrolle zu erlangen. Ihr müsst der Sache auf den Grund gehen, und zwar unverzüglich. Ich soll der Sache nur auf den Grund gehen? Nein, wenn es... Natürlich würfelst du 8 mehr. So und mach mich in meiner Antwort wieder zum Idioten. Fähigkeiten seid ihr die ideale Person, um die Sache zu übernehmen. Es ist so gut wie unmöglich, ins Datenzentrum zu gelangen. Im Netzzugriff gibt es eine Reihe von gut bewachten Konsolen. Jede besitzt einen eigenen, zeitlich begrenzten Code. Beschafft sie euch alle und eilt dann zum Datenzentrum. Wenn ihr das Datenzentrum-Zugangsterminal mit allen Codes erreicht habt, melden wir uns mit weiteren Anweisungen. Verstanden? Die Codes beschaffen, die Konsolen zerlegen. Natürlich! Ich melde, wenn ich dort bin. Viel Erfolg! Ich halte mir einfach die Augen zu, dann greifen sie mich nicht an. Ja, wenn die uns nicht sehen, können wir sie auch nicht sehen. Nee, umgekehrt. Bad. Ja, wenn wir die nicht sehen, können die uns auch nicht sehen. Ja, genau. Das ist wie in Warstander. Ich bin immer wieder erstaunt, wie mega retro Star Wars ist. Das also, stimmt, ja. Überleg dir mal, wenn es fürs Internet ein zentralisiertes Office geben würde, wie oft das irgendwie schon angegriffen worden wäre. Ja. So ein riesen Router wie bei South Park. Ui. Alter, wie leicht du die Weltwirtschaft einfach zerstören könntest. Die ganze Galaxiewirtschaft. Ja, hier schon. Ich meine jetzt aber bei uns auf so kleinen blauen Planeten. Also ich ohne Internet brechen ja die meisten Warnketten einfach zusammen. Na, ich glaube sogar in Deutschland ist das teilweise ja noch so, ne? Also hier Neuland und so. Ja, ja.
Aber wir sind ja jetzt beide gechippt, also wir haben ja schon 6G. Ja. Endlich der Microsoft-Chip. Würdest du dir einen Krankenakten-Chip oder sowas implantieren lassen? Müsste ich mal drüber nachdenken. Also quasi so ein implantierter Impfausweis. Theoretisch spricht da nichts gegen, weil mein normalen... Also ich fände das sehr praktisch, da muss ich ja nichts mehr denken. Ich wollte gerade sagen, meinen normalen verliere ich immer so leicht. Es gibt ja viele, die haben irgendwie Angst, dass sie dann irgendwie noch mehr der Identität verlieren. Aber ob du das jetzt irgendwie als Wisch bei dir trägst oder unter der Haut? Ja, das ist mir... das wäre mir egal. Solange man es nicht merkt, sieht oder... Ja. Spürt. Stell dir mal vor, das würde dauerhaft jucken. Ja, ist ja blöd. Also es gibt so ein paar Sachen, die werde ich definitiv niemals machen lassen. Du kannst ja zum Beispiel auch bei der Autoversicherung oder bei einigen Autoversicherungen kannst du deinen Beitrag etwas runterschrauben, indem du dir so einen Fahrtenschreiber ins Auto packen lässt, der dann guckt, wie schnell du fährst und sowas. Und wohin du fährst, wie viel du fährst. Das werde ich zum Beispiel nicht machen. Das würde ich niemals machen. Da wird mein Inventar ist voll. Oh. Wie gut, dass ich genug Geld habe, um noch eine Reihe zu kaufen. Jetzt bin ich pleite. Ich wusste doch, dass ich am Ende der letzten Folge noch was machen wollte, aber du, come on! Jetzt hast du das auch machen können. Bevor du gehst. Das war's schon, wir haben das Internet gehackt. Nee, wir müssen noch die anderen Codes holen. Hi, wie geht's euch? Kleine Druiden. Hier ist zum Beispiel noch eine Konsole. Oh, ich muss endlich mal meiner Squadmatin hier weitere Sachen beibringen. Lern die doch selbst. Wenn sie levelt. Okay. Ich glaube, die hat keinen eigenen Tree oder sowas. Das ist, ich meine Archäologie und sowas. Ach so, du meinst du willst die Arbeiten schicken. Will ich. Hast du dir mal angeguckt? Nein. Guck doch nicht deine Gefährtin an, hallo. 6,50. Oh, ist 41. Yay. Ist noch nicht mal zum dritten Planeten oder ist schon fast auf der Höchststufe, die es damals gab. Ja. Also hier war man eigentlich so früher, keine Ahnung, 20 und 30 so zwischendrin. Ja. Also der runtergeht jetzt auf 25. Ich denke, das war halt auch ungefähr so die Reichweite, wo man hier damals war. Trotz Abo und sowas. Ich glaube, Abo hat damals noch keinen Boost gebracht, so wie heute. Nee. Da hinten ist noch was. Was von, ja, da vorne. Da ist das Internet. Die Flüssigkeit sieht ja schön aus. Ich laufe da einfach rein. Ich glaube, das ist einfach nur Wasser und schimmert komisch. Wobei... Ja. Wir sind auf Nasha da, also nur Wasser. Huttenpipi. Sehr gut. Dann habe ich jetzt Huttenpipi an meinem Bein. Ich habe die Codes eingegeben. Ausgezeichnet. Kabura? Rundikaba, Yodoba, Ubandabaka, Mulsanida. Endlich. Begibt euch ins Datenzentrum, findet den Saboteur und schaltet ihn aus. Hoffentlich. Alter, schon wieder 8 mehr. Wer dem Imperium hilft, wird vom Kriegsministerium nicht vergessen. Damaros Ende. Darf ich mich auch mal einschleimen bei meinen Leuten? Nein. Der arme Wartungsdruide, der ist voll rumgeflogen. Oh, die Server werden in 5 Minuten runtergefahren. Na, dann hacken wir noch kurz das Internet und dann...
Die Armen, ey. Und was ist das denn? Ich möchte das drücken. Yo. Sehr schön. Los, mach hin mit dem Hacken. Wir haben nur 5 Minuten. Da seid ihr ja. Ich bin Axis, der Wissenssucher. Wie ihr seht, bin ich unantastbar. Wir werden jetzt eine Abmachung treffen, die für uns beide vorteilhaft sein wird. Axis? Eine Abmachung? Wovon redet ihr überhaupt? Ich erfahre alles. Alle Informationen, alle Geheimnisse, alle Daten der Galaxis. Ich will gerne alles, was ich erfahre, an euer Imperium weiterreichen. Doch ich muss hier bleiben. Das ist die Abmachung, die ihr eingehen werdet. Ich überlebe und das Imperium bekommt Wissen und einen Vorteil. Solche Informationen könnten sehr nützlich sein. Davon bin ich ausgegangen. Geheimhaltung ist für die Abmachung sehr wichtig. Die Hutten werden meine Gegenwart hier nicht dulden. Okay, Bane. Sie müssen also glauben, dass ich getötet wurde. Große Bane Vader. Ihr müsst alle bis auf den Notgenerator überladen. Das wird die Einrichtung verwüsten und den Anschein erwecken, ich sei getötet worden. Scheint recht einfach zu sein. Ja. Solange der Notgenerator normal funktioniert, bleiben meine Schilde erhalten. Ich werde überleben. Und euer Imperium wird davon profitieren. Die Generatoren werden gut bewacht. Seid vorsichtig. Und freut euch auf das unendliche Wissen, das... Als ob das nicht auffällt, dass der hier drin ist. Anscheinend nicht. Wo müssen wir denn hin? Na, fahren wir vorbei. Oh. Da sind ja direkt ein paar Mannequin. Über die Balustrade gehüpft? Ich weiß es nicht. Ist so. Hat sich gedacht, er nimmt sich lieber so, dass dem bevor wir es tun. Nein, ich meine von unten nach oben. Zu Ach so, uns. Das kann sein, ja. Das ist ein guter. Ich glaube, du brauchst noch einen Kaffee. Da schon wieder die beiden. Ja, die kommen von unten. Die hängen da bestimmt und. Die hängen einfach unter der. Ja. Balustrade. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Ja, und dann kommen sie hoch und sagen, Hello there. Und sagen, General Druide. Ich finde immer diesen Sound, den die machen, voll lustig. Das wäre viel cooler, wenn die klingen würden wie so ein alter Walkman, wo die Batterie leer geht. Pock. Friss dieses Laser. Ja, ich drück dann mal hier drauf, wo wir drauf drücken müssen, ne? Ja, drück da mal drauf, ich kümmere mich noch um den kleinen Scheiß hier. Ich muss auf dich warten. Dann drücke ich mich, dann kümmere ich mich schneller um diesen kleinen Scheiß hier. Wo bist denn du? Da oben. Hurry up! Bin auch schon da. Klar, klar. Die reagieren erst, wenn du mit dabei bist. Ja, dann geht das. Das ist, Physik. Das ist wie mit den Raketencodes, ne? Du brauchst immer zwei Schlüssel. Ja. Ja, wo ist der letzte? Ach, da unten. Der Marsch der Welt. Ja. Wir haben doch kaum noch Zeit. Aber zum Looten habe ich immer Zeit. Du Loot-Hure. Ja. Ich
Schnell! Ach, da hinten. Hä, wieso ist denn hier eigentlich ein Fahrstuhl? Weiß es nicht. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich gleich rein, wenn du da fertig bist. Du musst auch drücken. Oh. Sieht gar nicht aus wie eine überdimensionierte Bombe. Das ist der Notgenerator. So bleiben die Geheimnisse des Imperiums sicher. Upsie Daisy. So, ja, stimmt, jetzt müssen wir durch diesen mit diesem Aufzug fahren. Wäre ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das Böse ist, ihn hier drin zu lassen. Nee, ich hab ihn. Oh, er ist leider. Oh nein, das tut uns aber leid und oh. Blöd. Das ist jetzt doof gelaufen für ihn, also, ne? Hier, Major Damaros. Wir haben eine große Explosion im Datenzentrum registriert. Wurde das Ziel vernichtet? Alles erledigt. Und deine Freudenfilme sind immer noch da, keine Sorge. Ausgezeichnet. Wir sind froh, dass ihr uns bei dieser Mission geholfen habt. Kabur hat mich informiert, dass die Notfallsysteme der Hutten die Daten erfolgreich umleiten. Das Holonetz ist vorerst gerettet. Ich muss dem Kriegsministerium Bericht erstatten. Eure Hilfe wird nicht vergessen werden. Damaros, Ende. Oh. Das war aber jetzt ziemlich perfekt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das beim nächsten Mal nochmal machen müssen. Oder ob das jetzt trotzdem schon zählt. Nee, ich schätze mal, wird das Gespräch müssen wir nochmal machen. Ja, okay. Dann trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen länger. Wenn wir nicht wieder zu einer Serverwartung aufnehmen und dann einen schönen Tag noch. Möge die Macht mit euch sein. Macht's gut. Ciao, ciao.